Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Schön, dass ihr reingeklickt habt. Auch wenn euch heute etwas erwartet, was ihr so von mir nicht kennt. Ich hatte schon lange eine Idee im Hinterkopf, ich wollte gerne Interviews machen. Interviews mit Menschen, die mir persönlich wichtig sind oder aber die etwas ganz Interessantes über Uhren oder das Thema Zeit zu erzählen haben. Das ist quasi heute eine Premiere. Und starten möchte ich mit einem Menschen, der mir sehr vertraut ist und den ich sehr gut kenne und der mich sehr gut kennt. Ich bin gespannt, ob ich trotzdem etwas Neues erfahren kann und noch viel mehr gespannt bin ich, ob es euch gefällt. Darum bitte ich euch, schreibt unten in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, ob ihr mehr davon sehen möchtet und was gegebenenfalls anders sein soll. Das ist heute also die erste Folge meines neuen Formates WatchMaxe im Gespräch mit heute meiner Frau. Viel Vergnügen. Ich bedanke mich sehr bei dir, dass du dich hast breitschlagen lassen, mit mir mein erstes Interview zu machen. Wenn ich ab und zu auf den Zettel hier schaue, dann ist das einfach, weil ich nicht alle Fragen auswendig kenne. Gibt es irgendwelche Themen bezüglich Zeituhren, die ich auf keinen Fall ansprechen soll? Nee, eins muss ich nur noch eben kurz kennen. Muss ich nochmal in die Maske? Maske glänze ich? Nee, ich glänze nicht. Nein, gibt es irgendwas, was ich nicht ansprechen sollte, was unangenehm wäre oder sonst irgendwas? Nee, nee. Ich bin offen für das Interview und für die Themen. Gibt es irgendwas, was du unbedingt gefragt werden möchtest? Ehrlich gesagt, habe ich mir keinen Gedanken gemacht. Ich würde es ganz spontan machen wollen. Und insofern. Leg einfach los. Also keine Wunschthemen und keine Tabuthemen. Was Uhren betrifft, genau. Genau. Ja, das ist irgendwie eine ziemlich komische Situation. Absolut, total komisch. 23 Jahre verheiratet und ich interviewe dich zu einem Thema, was mich seit Jahren beschäftigt und wo du vielleicht seit Jahren ein bisschen drunter leidest. Ja, und was wirklich exklusiv dein Hobby ist und wo ich selber eine Meinung zu haben, mir gefallen Uhren oder nicht, aber ich könnte mich nicht in der Detailtiefe damit beschäftigen. Ich bin auch gespannt, ob irgendwas Neues dabei rauskommt, beziehungsweise ob es einfach nur ein Aufwärmen altbekannten ist, ob wir wirklich irgendwas rausfinden, was ich so noch nicht wusste oder was dir vielleicht auch nicht so klar war. Gibt es nur antialkoholische Getränke? Ich hoffe, das gibt jetzt mal ein Säckchen bei dem Interview. Möchtest du was Gin reinhaben? Ja, ist okay. Ich kann gerne mir. Ich hole das nach. Alles klar. Fangen wir mal mit irgendwas ganz Unverbindlichem an. Was bedeutet Zeit für dich? Also meistens ist es für mich so, dass ich entweder mit Zeit verbinde, dass ich zu wenig davon habe und dass der Tag viel zu schnell umgeht und ich wieder nicht alles geschafft habe. Oder aber, du hast netterweise auf 23 Jahre hingewiesen, die wir uns schon oder die wir zusammen sind, dass ich denke, oh mein Gott, wo ist die Zeit geblieben? Und das ist es eigentlich. Das klingt aber für mich so, als wäre Zeit ein echtes Mangelgut. Also nichts, was du genießt, sondern was entweder zu schnell vorbeigeht oder wovon zu wenig da ist. Hauptsächlich ja, natürlich gibt es Zeiten, wie Urlaub oder mit Freunden zusammen sein, die ich extrem genieße. Aber auch da würde ich sagen, davon könnte man gerne ein bisschen mehr haben und sie sollten nicht so schnell vorbeigehen. Okay, also ist die Knappheit nicht nur negativ? Nein, genau. Super. Kannst du dich eigentlich noch an deine erste Uhr erinnern? Ja, und zwar, ich weiß nicht, ob ich als Kind eine Uhr gehabt habe, so die Kinderuhren mit Mickey Maus, das weiß ich nicht mehr. Aber die erste richtige Uhr habe ich entweder zum Ende der Grundschulzeit oder zum Anfang der höheren Schule von meinen Eltern geschenkt bekommen. Das war eine Citizen Automatik. Eine Automatik auch direkt. Keine Quarzuhr, eine wirklich Automatikuhr, die aufgezogen werden muss. Also die Arm sich durch Bewegung aufgezogen. Genau, genau, ja. Ja, da erkennt man den Stil des guten Hauses. Nicht schlecht. Aber die hast du nicht mehr, oder? Nee, die habe ich nicht mehr. Ich glaube, dass die irgendwann, ja, ich weiß nicht mehr. Also habe ich keine Erinnerung dran, was mit der Uhr ist. Aber
die kaputt gegangen ist. Und ich habe die nicht mehr, definitiv. Ja. Echt schade eigentlich, oder? Ja, schon. Vor allem, weil ich jetzt so denke, wo du mich drauf ansprichst, dass ich gar nicht weiß, was mit der Uhr passiert ist. Ob die kaputt gegangen ist oder... Nee, also muss ich passen. Okay. Dann geht mir mit meiner Uhr auch so. Mhm. Die ist irgendwann mal unter die Räder gekommen und weg war sie. Du weißt ja, dass ich mich mit Uhren beschäftige. Du weißt, dass ich mehr als eine habe. Ja, das weiß ich. Was glaubst du, was so in 10, 20 oder 50 Jahren aus der heute klassischen Armbanduhr geworden ist? Gibt es die noch? Geht die unter? Ob die unter, also unter, dass sie untergeht, denke ich nicht. Aber ich glaube, dass es immer mehr eine Liebhabergeschichte wird, diese Art der Uhren, wie du sie liebst. Wenn ich so bei meinen Kollegen schaue, dann setzen sich Uhren durch, wie die Apple Watch zum Beispiel. Mhm. Und ich glaube, davon wird es mehr geben, dass man etwas als Schmuckstück trägt, was viel mehr Funktionen noch bietet, als lediglich die Zeit zu lesen. Und deswegen glaube ich, wird das ein bisschen an den Rand gedrückt, würde ich mal sagen. Also mehr so eine Nische für Verrückte. Für die Paare, die eben einfach sagen, ich möchte eine Uhr tragen als Schmuckstück oder eben weil ich etwas haben möchte, mit dem ich nur die Zeit ablese und den anderen Schnickschnack brauche ich nicht. Und eine Nische ist vielleicht zu eng, aber ich glaube schon, dass sich im digitalen Zeitalter die anderen Sachen durchsetzen werden. Ja. Okay. Du trägst ja auch hin und wieder Uhren, du hast eine eigene Uhr, ab und zu trägst du auch mal eine 5 und 6. Mhm. Wie sieht für dich die perfekte Uhr aus? Was müsste die Uhr sein, die du immer trägst? Was für ein Band müsste die haben? Oder gibt es das für dich nicht? Also unter der Berücksichtigung, dass ich ja viele Jahre überhaupt keine Uhr getragen habe, angefangen, dass ich irgendwann so ein bisschen Allergie hatte, wenn ich eine Uhr getragen habe, direkt unter der Uhr. Mhm. Und auch gut zurechtgekommen bin ohne eine Uhr am Arm, glaube ich, dass ich nie wieder dahin komme, dass ich ständig eine Uhr trage. Aber die 5, 6, 5, die hier, ist schon sehr nah an der Uhr dran, die ich, wenn, ständig tragen würde. Sie muss für mich wirklich nur reduziert sein auf Zeit ablesen, das gut und klar. Ich brauche keine Datumsanzeige oder Anzeige für den Wochentag und auch diese, was in Richtung geht von anderen Messungen und Zeitebenen und wie Chronograph oder so, genau, das brauche ich auch alles nicht. Sondern ich will wirklich dann nur die Zeit ablesen und Edelstahlband, weil das für mich im Sommer und auch weil es für mich am angenehmsten ist. Und insofern ist das nicht so hoch, ein bisschen keine Damenuhr, also ich mag nicht, wenn die so klein sind. Natürlich muss es zu meinem Handgelenk passen, aber die Art ist schon das, was mich ständig begleiten wird. Super. Also mit dem Edelstahlband weiß ich schon, dass du einem eine große Freude gemacht hast. Und sollte er diesen Video auf YouTube sehen, dann wird er auch jubilieren. Das ist ein totaler Stahlband-Fan. Okay, ja, da bin ich mit ihm auf einer Linie, absolut. Ich würde gerne einen kleinen Schwenk machen zu meinem Hobby mit den Uhren. Mhm. Oh, schon ist die Begeisterung etwas weg. Aber ich weiß, wie viel Zeit das immer kostet. Genau, das ist auch meine Frage. Wie ist das für dich, die Zeit, die ich da rein investiere? Also sagen wir mal so 50-50. Auf der einen Seite fasziniert mich das, wenn du dich so intensiv mit einem Hobby beschäftigst. Ist ja nicht dein erstes Hobby, aber schon eins, was du am längsten verfolgst. Und das ist schon faszinierend, weil ich selber mich auf eine Sache, ein Hobby so nicht konzentriere. Insofern, und ich weiß auch, dass das wichtig für dich ist, um abzuschalten und auf andere Gedanken zu kommen und um so den Alltag hinter dir zu lassen. Auf der anderen Seite, jetzt zum Beispiel, wo du auch mit den Videos angefangen hast, gibt es schon Momente, wenn du dann 3, 4, 5 Stunden am Wochenende
an einem Tag sogar schon mal in deinem Zimmer oder draußen sitzt, um Aufnahmen zu machen, Fotos zu machen, Filme zu machen, dann ist schon ein Moment, wo ich denke, ich finde es, das ist schon echt dann viel Zeit, die uns verloren geht. Also so 50-50. Ich habe sowas befürchtet. Naja gut, ich soll ja ehrlich antworten. Na, das ist ja vollkommen okay. Das ist ja vollkommen okay. Von der Zeit abgesehen, was nervt am meisten ein Uhrenhobby? Dass das Thema ständig kommt oder dass da viel Geld drauf geht oder was geht dir am meisten auf den Zeiger? Also wenn überhaupt, gibt es Zeiten, wo du mir sehr detailliert etwas erzählst von einer Uhr, wo ich relativ schnell merke, das geht so in die Tiefe, da fehlen mir die Kenntnisse und einfach dann bin ich an einem Punkt, wo ich denke, nee, da sollte ein anderer Liebhaber besser sich mit dir unterhalten, weil es dann auch für mich ein bisschen langweilig wird, also in Anführungszeichen. Ja, das ist schon okay, auch ohne Anführungszeichen ist das okay. Ich weiß, du bist total tolerant und lässt dir ganz viele Freiräume. So sieht's aus. Wo wäre denn deine Grenze? Könnte ich zum Beispiel jede Uhr tragen, die mir in den Sinn kommt? Ein Riesending in Pink mit Strasssteinen und einem Totenkopf drauf, was dann zu jeder vollen Stunde die Marseillaise bläst? Aber wo wäre deine Grenze? Naja, also das ist schon sehr extrem und ich bin so beinahe 100% sicher, dass du so eine Uhr nicht tragen würdest. Meine Toleranzgrenze ist nahezu ohne Grenze, sage ich mal, wenn man das so ausdrücken kann. Wenn ich etwas wirklich abscheulich finden würde, wie die eben geschilderte pinkfarbene Strasssteine besetzte Uhr, dann würde ich dich lediglich darum bitten, sie nicht in meiner Anwesenheit zu tragen. Aber in die Bank würdest du mich damit lassen? Solange ich nicht neben dir sitze oder ja, das ist deine Entscheidung und wenn die anderen also über dich lachen oder sonst Witze machen, hat das ja nichts mit mir zu tun und man kennt dich und man weiß, dass du manchmal verrückte Ideen hast, also ich hätte da kein Problem mit. Okay. Mal angenommen, ich würde meine super Traum-Exit-Uhr finden, die ich nur noch trage, keine andere mehr, the one and only. Und plötzlich würde ich aufhören, so viel Zeit in das Uhrenhobby zu stecken. Mhm. Wie wäre das für dich, wenn ich plötzlich am Wochenende die 5 Stunden um dich rum wäre und dir nicht mehr erzähle? Und was wäre das für dich? In dem Moment, wo das passieren würde, hättest du mit Sicherheit nahezu zum gleichen Zeitpunkt ein anderes Hobby, Axel. Und insofern wird es kaum der Moment sein, wo du sagst, ich habe 5 Stunden Zeit für dich, was können wir jetzt machen? Du hast immer irgendein Hobby und immer etwas, was du intensiv verfolgst. Also ich würde sagen, okay, die Uhren sind es jetzt nicht mehr, was ist es jetzt? Okay, also davor hättest du zumindest keine Angst. Nein. Super. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Sehr gerne. Du hast mir tatsächlich ein paar Sachen erzählt, die ich vermutet hatte, vielleicht anders formuliert hätte. Ein paar neue Sachen sind rausgekommen. Und wie ist es für dich gewesen? Ich war erst aufgeregt. Ich bin auch kein Fan davon, dass jetzt dieses Video über YouTube jeder nahezu sehen kann, das weißt du. Ich wollte es tun, weil ich weiß, dass es dir wichtig war und ich dir damit eine Freude machen wollte. Während des Interviews habe ich ganz kurz auch mal die Kamera vergessen und insofern, es war nicht so schön, wie ich erst gedacht habe. Super. Aber um das klarzustellen, wenn du das nicht möchtest, geht das nicht online. Nein, ist alles okay. Wenn das wirklich okay für dich ist. Vielleicht ist das eine Plattform, wo ich jetzt berühmt werde. Ich werde es riskieren. Also online. Alles klar. Ich bedanke mich sehr. Sehr gerne.